Die Ausstellung zeigt Kulturbauten, ein Panorama von Strategien seit ungefähr 1950 bis in die Zukunft hinein. Und der besondere Fokus liegt auf der Wechselwirkung zwischen Gebäude, Architektur und der städtischen Umgebung. Wir haben seit den 70er Jahren zumindest eine behauptete Krise der Stadt, insofern als die sozialen Zusammenhänge durch zum Beispiel das Internet stark aufgelöst werden. Und insofern hat die Straße, der öffentliche Raum, auch nicht mehr die Bedeutung, die sie vielleicht mal hatten. Und Kulturbauten sind eben Foki, sind sozusagen Punkte, an denen sich eben doch das städtische Leben kristallisiert, wo der Austausch stattfindet, wo die Menschen sich treffen. Die Ausstellung ist zunächst inhaltlich strukturiert, insofern als wir 5 Kapitel haben, die sich mit unterschiedlichen Strategien beschäftigen. Also das geht zum Beispiel um die Ikone, es geht aber auch um die Verwandlung von historischen oder bestehenden Bauten. Es geht um minimalinvasive Strategien, die also kaum mit Architektur arbeiten. Wir haben ein spezielles Kapitel zum Thema Bibliothek als öffentlicher Ort und wir haben auch ein letztes Kapitel, was sich mit Strategien beschäftigt, die sich stark mit der Stadt verweben. Natürlich ist das auch zeitlich chronologisch aufgebaut. Es beginnt in den 50er Jahren und wir nähern uns dann Strategien, von denen wir meinen, dass sie eher zur Gegenwart und vielleicht zur Zukunft gehören. Und dazu gehören sicherlich solche Strategien, die mit wenig Mitteln versuchen, viel zu erreichen. Das sind natürlich teilweise spontane Projekte, wo gar nicht mal unbedingt nur Architekten und Kulturschaffende im klassischen Sinne oder Kulturinstitutionen im klassischen Sinne beteiligt sind, sondern das sind auch oft spontane Projekte von Interessensgruppen, von Künstlergruppen und so weiter und so fort, die sich teilweise Gebäude zunutze machen, die eben schon existieren. Die andere Gruppe von Projekten, die wir haben, sind solche, die sich versuchen, in der Stadt zu vernetzen. Das heißt, die nicht alleine dastehen als einzelne Institution, sondern die versuchen, zusammenzuarbeiten mit anderen Institutionen ähnlicher Art, aber auch mit kommerziellen Partnern, mit in der Gesellschaft weiter verankerten Partnern und so weiter, die einfach versuchen, Netzwerke aufzubauen.